Willkommen zu Let's Play Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong Quest. Ein Jahr nach dem großen Erfolg von Donkey Kong Country brachten Nintendo und Rare 1995 den lang ersehnten Nachfolger heraus. Schimpansen mit Ghetto Blastern, dass wir das noch erleben dürfen. Dixie hat ganz schön Kraft in den Haaren, oder? Kann Kanonenkugeln und irgendwelche Käfer mit den Haaren hochheben. Affen halt. Was haltet ihr davon, dass die zwei... Was zur Hölle, in Gottes Namen? Da fehlt... Nein! Ich wollte gerade sagen, das zählt nicht als echter Fail, weil wir kein Leben verloren haben. Und dann das! Tja, passiert. Um mit euren Schlangenkumpel auf eine Mittelebene zu springen, müsst ihr während des Falls den B-Knopf drücken. Schlangenkumpel, ich habe echt Schlampenkumpel gelesen. Hey, du Wopper. Taste verwechselt. So was Dummes habe ich doch nicht gehabt. Hör ich nicht zu viel verraten. Machst du nicht. Alles gut, Cranky. Wow, das ist abgestürzt. Und wieder hochgeklitscht. Wunderbar. Also, da kann man sich auch nicht lange wehren. Also ihr habt da keine Chance. Ah! Squawks. Was hast du getan? Wir haben uns zwar... wir haben nur Squawks hat seinen Rücken hier in die Stacheln gerammt, um die Kongs zu schützen. Und die sind so verwöhnt und schreien auf und laufen heulend mit erhobenen Armen davon. What the fuck? Das war aber ein richtiger Treffer mit dem Haken genau an die Schläfe. Wie heißt der Fiesling, der Donkey Kong entführt hat? King Schnapp zu, Prinzessin Banana! Wie oft müsst ihr den gigantischen Vogel am Ende der Welt treffen, um ihn zu besiegen? 4 ist zu wenig, 10 ist zu viel. Was? Wir haben ihn öfter als 4-mal getroffen. Was? Hast du den nur 4-mal getroffen? Erzähl mir keinen Dünnpfiff. Wie heißt Diddys Freundin in diesem Abenteuer? Trixie! Also, ich war echt super. Eigentlich ist das dritte Quiz doch das schwerste. Warum war jetzt irgendwie, wie heißt Dixie? Gut, aber ich habe noch eine Frage auf Lager. Verdammt. Plymouth Galeone. Übersprungen. Wie heißt die Firma, die dieses Spiel und Donkey Kong Country entwickelt hat? Rail. Rev. Rare. Nintendo. Welchen Gegner seht ihr in dieser Welt zuallererst? In dieser Welt? Warte. Ah ja, so ein... Stachelschwein. Nein. Power 9 Schwanz. Ich kenne die zwar, die A und C, aber die waren überhaupt nicht in dieser Welt. Voll daneben. In dieser Welt zuallererst. Das war das Wespennest, die erste Welt. Power 9 Schwanz? Das stimmt nicht. Naja, jetzt werden wir wieder alles besser wissen, aber Power 9 Schwanz? Wir gehen das jetzt ab. Wir gucken uns das jetzt an. Ich kann mir nicht entsinnen, dass da Power 9 Schwanz ist. Ihr wisst, es ist diese blaue Katze. Und das ist die erste, ne? Der erste Gegner dieser Welt. Vielleicht war das ja eine Frage der zweiten Welt. So, erster Gegner. Das ist der erste Gegner. In wie vielen kleinen Wespen bricht die große Wespe am Ende dieser Welt? Ahem. Letzte Welt. Ich glaube, Swanky hat ein Problem mit seinen Quizkarten. Da hält die ihm irgendwie Kopf über oder so. Wer heißt der Kühle? So, that, fuck you. Sorry. Wie heißt dein Schwert? Wie heißt dein Schwert? Der Freundfisch. Jetzt ist der Wurm drin. Ich musste das noch wegwerfen, damit ich mich da festhalten kann. Voll erschrocken. Was gibt's denn da für Schönes, Feines? Wollen wieder Gegner erledigt werden, ne? Die alten Schlawiner. What the?
Das war riskant von mir eben. Sauber, skill dich aus. Wär's ein Walkthrough und kein Let's Play, also ohne Stimme, dann sähe das so skillig aus. Aber es war Glück. Darf ich auch mal hinterfragen, was das da eigentlich ist? Es sind Geister, die aussehen wie Bettlaken. Nasse Bettlaken, die gerade ausgefrungen werden. Ich meine, wie kommt man auf solche Ideen? Hat wahrscheinlich irgendein Entwickler, ist abends von der Arbeit nach Hause gekommen, ja. Das Kind schon wieder Bett voll genässt. Und keine Ahnung, das Bettlaken oder mit Gesicht drauf. Ich weiß nicht, was sind das für Geister? Ich meine, ich habe schon souveränere Geister gesehen. Gruseligere. Die sehen aus wie ein Strich in der Landschaft. Radley, mach's gut. Oh, er verwandelt sich in... Nein! Drei extra Leben. Ich bin nicht blind. Ich hab's gesehen. Das habe ich damit verwechselt, glaube ich. Oh, oh, nein! Nein! Boah, ich konnte abspringen. Epic. Und er bleibt da. Nein! Aber ich sag euch, 2014 ist voll mit Affen einfach. Ja. Und das sogar in meinen Let's Plays. Nicht nur am Mikrofon, sondern sogar in den Let's Plays. Bum, batz, bum, batz, bum, batz, bum, batz, bum, bum, batz, bum, batz, bum, batz, bum, batz, bum, bum, batz, bum, batz, bum, bum, batz, bum, batz, bum, bum, batz. Na gut, ich glaube, das ist weder lustig noch irgendwie. Ich höre ja schon auf damit. So, jetzt kommt der Bonus-Level. Es geht. Warum kriege ich das nicht hin? Ah! Und da was einrammt. Rambi rammt. Und hört dabei Rammstein. Was? Was? Ja, Zinger. Dass ich... Hey, Rambi hat doch so ein dickes... Ich wollte schon Fell sagen. So eine dicke, fette Haut. So eine Elefantenhaut. So unzerstörbar, ne? Und da kommt eine Biene. So ein kleines Wespchen. So ein Insektchen. Was Rambi noch nicht mal mit dem bloßen Auge erkennen kann. Und... Wah, ist er kaputt. Muss ich dazu noch ein Wort verlieren? What? Hat mich fast erledigt. Diesmal mache ich das O übersehen. Kronen! Mit heute Donkey Kong, zwar Country 2. Mit Diddy Kong und Dixie Kong. Ich guck mal hier noch. What the? What the? Ihr merkt schon, ich muss so ein paar Fails produzieren, dass man später ein Best-of draus zaubern kann. Tun sie. Aber nicht... Oh Gott! Nein, es sind nicht Götter, es sind Zinger. Und da haben wir auch die Winkly Kong. Genieß dein Leben, du lebst nicht mehr lange. Cranky Kong, ja, das bin ich. Also gut, ich erzähle euch was. Ja, ja, ja. Ich kann sogar laufen, ohne die Beine zu bewegen. Das ist so, wie man Donkey Kong in diesem Spiel gesehen hat. Hey, hey, mach mich los. Das ist so, als würden die Kongs ihn immer noch nicht freilassen. So, jetzt hältst du mal die Klammer. Jetzt bleibst du ein bisschen hängen noch. Das kam jetzt irgendwie geil. Schon ein Milliardenmal gesehen, aber trotzdem musste ich eben lachen. Okay, und Dixie und Diddy, ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Habe ich noch nie gesehen. Die Geschichte von Lovedale. Donkey Kong wurde entführt. Gute Arbeit. Lovedale ist seitdem Millionär, weil er die Geschichte geschrieben hat. Das ist quasi der Special World Dschungel. Wie kann man sich nur so anstellen? Aber hey, Fies ist mein zweiter Vorname. Gestatten? Markus Fies. Das bringt alles nichts. Ja, ich konnte nicht mehr rechtzeitig machen. Ich konnte nicht mehr rechtzeitig wechseln. Och, Kind, es zählt nicht. Es kann nicht zählen. Erstens mal wurde mein Extra-Leben zurückgesetzt. Und zweitens mal ist es... Das gibt's doch nicht. Warum ist das denn so? Da habt ihr den Game-Over-Screen. Bitteschön. Jetzt sehen wir auch mal Affen. Hey, ich wollte die Münze haben! Betrug. Ups. Okay. Fischgesichter, komm. Der Blick von K. Rool dann auch noch. Ich glaube, ich muss sogar was drücken. Vorher geht das Bild nicht weg. Das ist ein schönes Bild. Ach, das war's! Wir haben die Credits und so schon gesehen. Deswegen. Ups.
Ja, wir hatten die schon vor 2 Parts, als wir Hyrule's erstmal besiegt haben. Dann schauen wir uns beim Spielstand noch ganz kurz die 102% an. Und dann geht das klar. Geil gemacht. 4 Stunden 22, das geht definitiv viel besser. Aber ich würde sagen, gerade so an der Kotzgrenze. Ihr könnt ja zeigen, ob das einen Daumen hoch verdient hat oder nicht. Und zwar mit der Daumen hoch oder runter Funktion. Für heute sage ich aber danke fürs Ansehen und bis dann und ciao.